Das machen wir jetzt gleich mit dem V8-Thema, das ist gut. Das, was wir lieben, wollen wir schützen. Ja, ne? Das ist tatsächlich so. Servus, hier ist Karl Geiger. Ich bin heute in Karls Showroom und habe einen dazu bestellt, der mir dabei helfen kann, und zwar Hamid. Da ist er. Servus Karl, wie läuft's? Wie geht's dir? Moin. Alles Hamid, gut? Wie geht's dir? Ja, bestens. Verrückte Welt, lacht uns bitte nicht aus. Das war jetzt alles so geplant, um mal was anderes zu machen, oder? Ja. Also, wir sind jetzt hier oben. Alter Schwede, wie viele Corvettes hast du denn hier? Ja, das ist eigentlich das Wenigste, was hier steht. Wir haben tatsächlich volle Lieferung bekommen. Ja. Im August kommen nochmal 50 Autos. Also wir sind tatsächlich wieder lieferfähig. Die, wo rumstehen, sind alle verkauft, auch im Keller. Aber, alle weg? Ja, sind, bis heute haben wir kein Auto übrig gehabt. Und das nach 2 Jahren Wahnsinn. Alles verkauft. Wahnsinn. Jetzt kommt eine Lieferung im Juli, da sind ein paar Autos frei. Ja. Und dann im August kommt die letzte große Lieferung, weil General Motors hat uns leider den Vertrag gekündigt für Europa. Ach, okay, okay. Für Cadillac und Corvette. Darum haben wir jetzt nochmal richtig nachbestellt. Bekommen auch noch vereinzelte Z06. Das wird spannend. Okay, okay. Und dann muss man mal schauen, wie es weitergeht. Krass. Also, die sind meistens alles weiter, ne? Was ich jetzt hier sehe. Ne? Das sind Targa, sind es ja immer. Targa sind Corvette sie immer. Ist immer Targa, okay. Oder Cabriolet. Okay, okay. Achso, das ist jetzt ein Targa? Nein, das ist ein Cabriolet, weil da sieht man den Motor nicht. Das ist ganz einfach. Wenn man den Motor sieht, ist ein Targa. Aber wo geht denn dein Dach hin? Hier? Das geht hier drunter. Ah, da drunter. Über also Motor. Hier drunter. Okay, alles elektrisch. Die Farbe ist ja geil. Hier, die Blau, das ist blau hier. Ja, und das Braun hat auch was. Stimmt. Und das ist jetzt aber von euch wieder, ne? Das ist wieder von uns. Wir bauen sehr viele Autos um mit unserem Bodykit. Und die hat da die große Bremse drin. Ach so, okay. Die hat ein Fahrwerk von KW drin, okay, die OZ-Felge drauf, das ist halt so gebaut, dass man auch bei Track Days mitfahren kann. Ich muss ja sagen, aber ich habe bisher kaum einen auf der Straße so richtig gesehen. Also ist auch nicht so, dass wenn ich jetzt hier mir die Masse anschaue und du kriegst nochmal 50, dann muss ich ja das Gefühl haben, dass du an jede zweite Ecke in München ein Auto siehst. Nee, du musst mir immer sagen, die Autos sind meistens so Wochenendautos. Ah, okay. Okay. Die okay. werden nicht so als Alltagsauto genommen. Also das sind schon Modelle, die man auch sammelt und wegstellt. Ah, und okay. Man sieht ja, da wird ein Spoiler hingebaut, da Felge, da Reif. Also ist jetzt nicht ein Auto von der Stange wie ein Audi, wo du sagst, okay, ich rumpel 100.000 Kilometer drauf und danach nehme ich ein neues. Also, aber das ist die letzte Generation V8, ne? Bei Corvette wissen wir es noch nicht genau. Es kommt auf jeden Fall jetzt die Z06 und dann kommt C8 mit Elektromotoren auf der Vorderachse. Also mit wahrscheinlich wegen der Abgasnormen wird es so gebaut. Und dann kommt angeblich eine ZR1 mit Biturbo mit 900 PS und auch wieder Elektromotore drauf. Aber und bestimmt unter 120.000 Euro. Oder 150. Man muss sagen, die Preise sind sehr hoch. Eine Z06, die neue, in absoluter Vollausstattung bist du bei 220.000. Oh. Also du kommst jetzt mit der Corvette schon in eine Region, wo es auch andere Fahrzeuge gibt. Ja, aber welche denn? Der 296 GTB liegt 100 drüber, der Ferrari. Der Huracan oder noch liegt so 70 drüber. Also in seinem Segment ist er immer noch im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugen. Ein Schnapper. 220.000 Euro Schnapper, Alter, das ist unfassbar. Ein Schnapper nicht, aber trotzdem noch in Relation zu den anderen Modellen in seiner Baureihe günstig. Ja, gut. Hat preiswert. 680 PS Sauger. V8. Sauger. Ferrari hat nur noch V6. Ja, so. Mit Turbo. Genau. Maserati V6. Okay. Okay. Porsche V6. Das ist auf jeden Fall einzigartig. Ich hoffe, sie bauen es noch länger. Genau. Aber das ist wenn du einen V8 Freak hast, kommt er eigentlich quasi, wenn er ein neues Auto haben will, als Sauger V8, kommt er an diesem Fahrzeug nicht vorbei. Ja, du bist bei 100.000 in der normalen Variante. Genau. Cabriolet liegt so bei 115. Also ich sage ja, es läuft sehr gut. Darum sind wir bis jetzt immer ausverkauft gewesen. Ja, deswegen. Sag mal, wo geht denn dann so ein Targa-Dach hin? Kannst du es im Auto verstauen? Das ist im Kofferraum. Ach, ist im Kofferraum, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es offen ist, Auto. Aber ich muss ehrlich sagen, ich persönlich würde immer den Targa nehmen. Was sagt ihr? Schreibt mal bitte das in die Kommentare. Weil ich finde es geil, wenn man den Motor sieht. Schau. Ach, da. Darunter kannst du noch dein Gepäck reinstellen. Ach so, okay. Und ist auch bei Sportwagen selten, dass man vorne auch noch einen Kofferraum hat. Ah, okay. Also du hast tatsächlich zwei Kofferräume und unter dem Dach kannst du es verstauen. Ich persönlich, Karl, wenn du mir mal, ich habe ja demnächst Geburtstag, weißt du? Ja. Ich werde 29, bevor ich 30 werde. Ich wünsche mir einen Targa.
Ich wünsche mir einen Targa. Ja? Muss man nur noch die Farbe mitteilen? Ja, die Farbe sage ich, aber die kann ich notfalls noch umfolieren. Aber ist du, egal. Du kannst ja verlieren. Also, genau. Egal, also kriegst die, wo übrig bleibt, die kriegst du dann. Aber die Farbe ist auch crazy. Die Kombination ist sehr crazy, finde ich. Edel. Aber ist schön. Ist schön. Edel gemacht. Aber für Corvette sehr, sehr speziell. Sehr speziell. Das ist so Bronze, ne? So braun-bronze. Und wenn man jetzt mal sieht, das Fahrzeug, das ist ein Corvette C4, ZR1. Das ist unglaublich. Das war damals so einer der schnellsten Sportwagen weltweit. Also da. Mir ist ja sofort aufgefallen, eine Sache haben sie übernommen von dem alten, also das ist ja die zweite, die, wie viele Generation? C4, ne? Das ist die ne? C4. Vierte Generation. Vierte Generation und jetzt aktuellste Generation haben sie was übernommen. Weißt du das? Jetzt stellen wir mal eine geile Frage. Das ist eine geile Frage. Sag mal. Ja, auf jeden Fall mal das Design. Nein, V8-Motor. Es ist ein typisch. Du brauchst nur gucken, es ist typisch. Siehst du sofort, haben sie übernommen. Also Hamid, jetzt bin ich überzeugt. Karl, jetzt, Alter. Jetzt hast du mich. Guck mal, hier vorne Corvette, hier auch Corvette. Ja, das wird immer so bleiben, ja. Aber man muss immer sagen. Also ich bin Laie, was diese Autos betrifft. Und das ist mir sofort aufgefallen. Und ich finde das immer cool, wenn nostalgische Sachen beibehalten werden. Ja. Ich finde das geil. Ich finde das für so eine Marke Corvette, das ist ja in Amerika ist es eine ganz andere Liga als hier. Ja. Ne? Noch, komplett. Was weiß ich, das ist Champions League dort fast so. Und hier ist das halt durch die neue Generation jetzt auch extrem sportlich geworden. Aber davor war ja Corvette jetzt nicht so das sportlichste Auto, was es gibt. Nee, in den USA war ja das Durchschnittsalter vom Corvette-Fahrer so 70. Ja, genau. Die mussten also was tun. Und das Durchschnittsalter, wenn man jetzt sieht, die Jungs oder Mädels, was jetzt bei uns die Autos kaufen, die sind, so ich würde sagen, ab 35. Ja. Vielleicht bis 45 oder 50, krass, aber so 70-Jährige wie bei der C7 kommen tatsächlich nicht in Lader, weil das ist zu viel Hightech in dem Auto drin jetzt. Ja. Aber ich finde es mega cool. Aber ich persönlich würde jetzt, wenn ich so ein Auto zusammenstelle, würde auch immer in hell nehmen. Ich finde, das Auto wirkt ganz anders. Guck mal, das Auto wirkt einfach innen edler in hell. Ja. Oder? Ja. Es ist nicht sportlicher, aber es ist halt extrem edel. Aber als Cabrio hast du ja da immer Staub und so weiter. Das müssen, ne? Irgendwann nach 2 Jahren wird es nicht mehr so ganz schön braun sein. Genau. Ja, genau. Stimmt. Ja, jetzt zeigt er die anderen Autos noch. Also hier ist dann die V6-Abteilung. Ja, das ist so traurig, ne, eigentlich. Aber die fette Abteilung hat 6 Zylinder. Tatsächlich war ich auf der Rennstrecke in Mugello mit dem Auto und auf der langen Gerade ist also der GT gute 30 Stundenkilometer schneller wie unsere Rennviper. Und das ist unfassbar, was ich Geld in die Viper reingesteckt habe. Ja. Und dann fährst du mit einem Serie-Auto 30 Stundenkilometer schneller. Ja, ist ohne auch leichter, Stress. Oder nicht? Den saugt es richtig am Boden fest. Bin das erste Mal auf der Strecke gefahren und ich war komplett begeistert. Also das ist wie ein Spielzeug. Du brauchst keine Angst haben, das driftet nicht weg. Das liegt, saugt sich richtig am Boden fest. Das fühlt sich total sicher. Also, krass. Und man muss sagen, mit dem 6-Zylinder, mit dem 3,5er EcoBoost, wo sie alle ja drüber lästern, dass kein V8 ist. Ich muss sagen, jetzt langsam werde ich auch schon V6 3,5 EcoBoost Motor Fan. Okay. Weil das geht richtig schnell und das fühlt sich richtig gut an. Also kann man richtig was draus machen. Ja, das Ding ist halt, es ist nur eine reine Kopfsache. Es ist nur eine Kopfsache, dass derjenige, der immer auf 8-Zylinder stand, immer, Heck, Mittelmotor war immer bekannt im Sportwagensegment 8-Zylinder. Ja. Immer. Und jetzt muss man sich halt daran gewöhnen. Das ist die neue Generation. Das ist einfach so. Ja, und wenn man sieht, die Viper hat 800 PS, ein Monster mit Flügel alles und dann kommst du mit dem Auto mit 650 PS und fährst auf der langen Gerade 30 Stundenkilometer schneller. Das kannst du eigentlich gar nicht glauben. Das ist krass. Ja. Ich konnte es eigentlich gar nicht glauben. Ja. Also hier hast du dann die ganzen Farben. Ist ja easy. Zack, zack. Zack, und dann hast du schon die Bestellung aufgeschrieben. Aber es gibt viele, die wollen nichts von der Stange. Ja. Und da habe ich eine Lösung. Da hast du jetzt die Lösung. Ich habe ja was dabei. Jawohl. Ich bringe ihn ja auch gleich rein, da kannst du sehen, für deinen Kunden Mirko heißt er, ne? Mirko, genau. Genau. Karl! So, mein Freund. Oh Mann, ey, aus Geretsried hierher. Ich muss sagen, da ist er. Hä? Danke für den Auftrag nochmal. Ja. Also auch die Jungs bei CarRap, meine Jungs, die freuen sich richtig. Die konnten sich mal austoben, weißt du, muss ich sagen.
Diese Farbe alleine der Name Billionary Green, das ist doch schon mal geil, oder? Das ist mal genau. Cool. Und dann nochmal komplett foliert, die Originalfarbe war ja grau, ne? Grau Metallic irgendwie. Ja. So, und dann in Billionary Green foliert und dann darüber nochmal ein PPF, das heißt darüber nochmal eine Lackschutzfolie durchsichtig. Also jetzt haben wir Steine keine Chance mehr. Das ist cool gemacht. Aber guck dir mal genau das an. Hier richtig, du siehst hier, hier schimmert auch nichts in Grau mehr durch. Nee. Das ist mir sehr wichtig, weil ich hasse das, wenn nur bündig geklebt wird. A ist die Gefahr, dass da Dreck reingeht und dass dein Lack hochkommt. Ja. Und B, dann siehst du immer die Farbe durch. So, und dann haben ja circa eine Woche dafür gebraucht, die Jungs. Und die haben da echt auch, die Heckschütze war komplett abgebaut. Die haben es schön drumherum geklebt, damit da auch keinerlei Blasen entstehen oder auch nichts dazwischen gehen kann und die Folie hochkommen kann. Die ganzen Teile hier, die ganzen, also Grill und so weiter, war ja alles und ausgebaut. Und das war foliert, und was kommt dann drüber? Ein Steinschlagschutz? Genau, oder? Also die haben die Farbe jetzt genommen, Billionary Green, haben das foliert. Ja. Und dann haben sie darüber nochmal von Stack sozusagen PPF in Fachjargon, normal Steinschlagschutz. Folie, okay. Aber es ist nicht Steinschlagschutzfolie, es ist inzwischen eine Lackschutzfolie. Die ist wesentlich dicker und du kannst die nur raufsetzen und es ist sehr, sehr schwierig zu kleben. Das ist, also den Weißen da zum Beispiel im PPF zu kleben, ist viel, viel schwerer als dieses Auto in eine andere Farbe zu kleben. Okay. Weil mit den Farbfolien kannst du noch spielen, du kannst sie ziehen, du kannst sie berichtigen und so weiter. Ja, ja. Aber diese durchsichtige PPF-Folie, die kannst du nur rauflegen und dann musst du die zurechtföhnen mit viel Wasser. Aber Jungs, ich glaube, meine Jungs bei Carup schauen jetzt auch zu und sagen, was erzählt da Hamid? Für mich ist so wichtig, dass das Auto keine Steinschläge bekommt. Die Technik, wie die das machen, das ist ein Kunstwerk. Für mich sind das Handwerker und Künstler zugleich. Ja, sowieso. Wahnsinn, ne? Ja. Das ist unglaublich. Ja. Wann wird er abgeholt? Der wird morgen früh abgeholt. Geil. Ist schon unterwegs hierher. Mega. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch tanken. Schön, ja, ich hab's gesehen. Ist ja schön, dass du pünktlich gebracht hast. Also die Fahrt hierher war auch super. Aber Geretsried ist auch nicht so weit weg, ne? Also ich war 25 Minuten war ich bei dir. Ja. Es geht schnell. Also wenn ihr Autos von dir wollt, gerne zu uns. Ja. Darf ich das so sagen? Ja, sicher. Okay, und klar. Du kriegst gleich den nächsten Auftrag. Ah, cool. Wir bringen dir gleich einen Ford GT. Ach, geil. Ist das Vorgängermodell und dann könnt ihr euch mal austoben. Mega. Was ich sehr cool finde, Mirko, ist, dass er halt außen halt die Billionary Green genommen hat mit Gold. Gold kenne ich eigentlich in Kombination sehr viel mit Grautönen, ja. Grau-Unitönen, Grau-Metallic, so wie das Auto ja auch original war, ne? Oder mit Rot. Aber mit Grün sehe ich zum ersten Mal und ich muss sagen, es sieht fantastisch aus. Aber natürlich kann man bei so einem Auto, weil du kannst bei dem neuen Corvette vor allem, durch diese ganzen Konturen, die dieses Auto bekommen hat, kannst du natürlich mit Folierung nochmal so viele Akzente setzen, wo das Auto viel brachialer wirkt. Ja, ne? Das definitiv. Das ist einfach so. Aber was mich wundert, es gibt keine Mattlackierung vom Werk aus. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das nur so im Trend ist. Wie ist das bei anderen Herstellern, bei Bentley oder Ferrari? Überall. Es gibt überall matt und wird am meisten für verlangt. Also bei Bentley zahlst du teilweise bis zu 35.000 Euro für eine Mattlackierung. Okay, das wird jetzt ein Kunde nicht ausgeben, ein Corvette-Kunde, aber... Aber 6.000 wird er machen vielleicht. Für mich gut. Für eine Folierung ist das natürlich genau dein... Also genau, wenn einer seine Corvette in matt haben möchte, kann er sich gerne bei Carup melden. Dann machen wir das, das ist kein Schön. Problem. Ne? Deswegen, weiter geht's. Ja, das ist gut. Was ist das hier? Was hast du hier? Das sind so Elektrofahrräder. Kann man damit überhaupt fahren? Ja, ist sicher. 4.000 Euro? Ja, da schaust du aber cool aus drauf. 4.000 Euro für ein Fahrrad? Setz dich mal drauf. Man sitzt wirklich richtig cool drauf. Elektrisch, also das heißt, du wirst sogar von Schwabing heimschaffen, ohne dass du ins Schwitzen kommst. Junge, aber ist doch cool, oder? Aber das ist ja krass. Ist 4 wirklich. Mille. Boah, wie schnell fährt der? Ist ein Schnapper. Schnapper? 25, weil du brauchst ja kein Nummernschild. Aber geil ist es. Das ja, cool. Oldschool halt. 4.000 Und es ist auch ein moderner Motor drin und es funktioniert, ja. Scheibenbremse. Da sind die Akkus drin. Ja, aber man muss wirklich sagen, wenn man das daheim stehen hat, meine ich, alle zuerst, das ist mal so ein Motorrädchen. Ja, absolut. So alte Indien oder was. Das ist schon geil. Das ja, da haben wir auch viel verkauft. Die gibt es dann auch als so Bonanza-Bikes für Wohnkabine, wo man hinter drauf sparen kann. Ja, gut, versichern musst du schon, aber du brauchst kein Nummernschild.
Aber brauchst kein Nummernschild? Nein, das ist eben von der Leistung her so begrenzt. Ach so, cool. Und da kannst du auch dann so Fahrradleasing machen, so Jobleasing nennt man das. Das ist alles, kann man alles machen. Haben Krass. Wir einige verkauft, ja, schön. 4.000 Euro für ein Fahrrad? Ey. Ach, ich glaube, du warst noch nie im Fahrradgeschäft. Was ist das hier? Das ist dann was für dich. Da kommst du mit deinen Füßen gut runter. Ja, genau. Und es ist deswegen schnell. Hasse ich ihn so, ne? Aber egal. Das ist halt ein Elektrobike auch von also, Indien. Okay. Krass. Nein. Lassen wir mal lieber. Aber das ist ja genial. Wo liegt sowas preislich? 900 Euro ungefähr. Ja, gut, okay. 900 ist ja noch okay. Ja, aber ist ja lustig. 1000 Euro? Ne? 700. Also kostet 700 Euro. Ihr habt doch jetzt irgendwann eine Ausstellung, oder? Motorworld? Die Motorworld kennt jeder. 17. 18. Juni findet hier Route 66, eine große USK- und Bike-Treffen statt. Wir sind natürlich dabei, Eintritt frei, alle laden wir ein. Wir haben besondere Parkplätze für Bikes und Fahrzeuge. Wir haben in dem Kohlebunker und Kesselhaus, eines der beiden, ist gefüllt mit unseren coolen Geiger-Autos von Ford GT, vom Bronco, Raptor, Mustangs, Shelbys, Corvette. Also alles, was man so im Leben braucht, stellen wir aus. Basti ist dabei, der hat euch bestimmt was zum Erzählen. Genau, ich habe meine komplette Indien-Abteilung dabei. Alle neuen Bikes, Custom-Bikes, wir machen Probefahrten. Wir haben für die Kinder die EFTM Mini dabei mit einem Parcours. Ihr könnt Klamotten kaufen. Hier haben wir schon eine kleine Auswahl dabei. Einmal im Karl seine Custom-Chieftain, die nagelneue Sport-Chief, unser Performance-Cruiser, der jetzt erst dieses Jahr rausgekommen ist. Könnt ihr natürlich auch Probefahren. Es ist eigentlich alles da. Und unsere Freunde von Harley sind natürlich auch herzlich willkommen, weil wir sind der US-Bikes und da wollen wir keinen ausschließen. Wir haben natürlich auch eine extra Fläche für unsere Motorräder, also Parkplatz für Kunden. US-Bikes können alle hier links vor der Motorwelt parken. Besucher mit anderen Bikes natürlich nicht, die müssen woanders parken, aber alle US-Freunde können sich direkt vorm Gelände aufhalten. Gibt es wahrscheinlich viele Bikes zu sehen, wird gut. Das Thema Ford GT wird natürlich in der Motorwelt sehr groß geschrieben. Uns wurde eine schöne Halle zur Verfügung gestellt, also wir stellen unsere eigenen Ford GTs aus und würden uns natürlich freuen, wenn Ford GT-Besitzer sich melden und sie dürfen alle in der Halle stehen, auch über Nacht, das ist Security da. Ich glaube, man muss auch mal in München zeigen, dass es viele Ford GTs gibt und ich würde mich freuen, wenn ihr alle kommt. Wer von weiter weg kommt, kann natürlich gleich hier im Hotel schlafen. Es ist direkt in der Motorworld, könnt ihr aufstehen und seid direkt auf dem USK-Treffen. Corvette. Rolltreppe hoch, linke Seite. Stellen wir von der C1 bis zur C8 alle Modelle aus. Wir haben alle Fahrzeuge zusammen, sind schöne Autos. Klar, ich als alter Corvette-Fan seit 79 C3 ist das ganze Thema losgegangen und ich freue mich natürlich über jedes Auto, was hier ausgestellt wird. Ich freue mich natürlich auch, wenn alle Corvette-Fahrer kommen, weil das ist eigentlich unser Hauptgeschäft und sind natürlich herzlich willkommen. Eintritt frei. Mhm. Die ganze Abteilung, auch mit Motorrädern, Indien, stellen wir alles aus. Cool. Wir stellen nur kein E-Auto aus. Die Dinger, ne? Also das ist doch, entschuldigt, wenn ich das so sage und der ein oder andere wird mir jetzt widersprechen, aber Alter, wie kannst du diesen Ford Mustang so kaputt machen? Ja. Oder? Also das Auto ist top, muss man sagen. Die Reichweite sind ja weit über 500 Kilometer. Leistung ohne Ende. Also das Auto ist wirklich top. Wie verkauft er sich? Zugeben. Du, wir sind jetzt nicht so ganz eingestellt auf Elektroautos. Wir verkaufen halt ein paar im Monat. Ach so, okay. Aber wir haben ja keine Hunderte am Lager. Wir haben immer 3-4 Stück am Lager. Mhm. Und da können wir natürlich die Kunden bedienen, die das wollen. Ja, die nicht immer im V8 in der Stadt rumfahren. Und das ist für uns okay. Aber tut dir das nicht weh? Ja, ich bin von Haus aus kein Elektrofreund, aber wir haben auch den Ford Lightning im Programm, wir haben den Hammer E im Programm. Ja. Man muss das Ganze mitmachen. Was ist hier vorne drin? Kofferraum. Ach, Kofferraum. Ja. Krass. So, und jetzt gehen wir mal zu den richtigen Autos. Ja, letzte Generation. Okay. Es gibt tatsächlich dieses Jahr nur noch V8 Challenger und Charger, die werden eingestellt. Was kommt, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ein V6 okay. gibt es schon, aber okay. wahrscheinlich elektrisch kombiniert. Keine Ahnung, was kommt. Schade drum. Der Demon hat jetzt nochmal 1000 PS. Haben es nochmal richtig einen draufgelegt. Und, aber sind die 1000 PS, spürst du die? Ja, klar. Ich muss sagen, bei den SF90, da könnt ihr ja mal ein Bild einblenden,
ist nicht so, dass ich mich da reinsetze und dass ich sage, so, jetzt fahre ich 1000 PS. Also das merkst du schon, weil ja, das natürlich auch nicht super moderne Technik ist. Mhm. Das ist auch noch, auf Deutsch gesagt, ein Eisenhaufen. Ja, ja, ja. Und mit einem gigantischen Motor drin. Ja. Und die Autos werden weit über 100.000 über Liste gehandelt, so ein Demon. Du kriegst gar keine. Das ist aussortiert weltweit. Krass. Red Eyes gibt es noch und Hellcat gibt es und die RTs. Also wir kriegen jetzt eine Ladung und dann ist Schluss. Dann und ist Schluss. Frage ich mich, was stelle ich nächstes Jahr hier rein? Ja, die vielleicht Mustangs. Das ist das Einzige, was noch produziert wird. Ja. Das ist jetzt ein Mach 1,5 Liter. Wahnsinn. Das sind so die Cabriolets, aber ganz begrenzte Autos. Wir haben jetzt momentan tatsächlich nur noch zwei zum Verkaufen. Ah, okay. Das ist auch dieses California Orange, oder? Ja. Ja, genau. Ist auch California Special. Ja, genau. Siehst du? Alter, das kenne ich mich auch aus. Hä? Wahnsinn. Kenne ich auch aus. Jetzt anfangen als Verkäufer. Sofort. Dann kann ich mich zurückziehen. Du bist noch jünger. Das ist sofort. Überhaupt kein Thema. Aber das ist auch keine Attrappe, sehe ich gerade. Ne? Das hat hier Funktion. Das funktioniert schon, ja. Ja, genau. Weil normalerweise bei Mustang ist ja alles so ein bisschen schön und ein bisschen schick machen. Aber da ist ja richtig Lufteinlass. Ja. Ne? Das ist einfach so. Aber ist cool. Also die Autos funktionieren und die werden wahrscheinlich weiter als V8 geliefert. Okay. Ja, und das ist natürlich der Knaller, Shelby GT500 mit 750 PS. Das ist natürlich ein einzigartiges Auto, aber sehr schwer zum Kriegen. Also wir haben drei Autos noch, vier. Eine steht noch im Keller und dann weiß man nicht, wann überhaupt wieder produziert wird. Klar. Die Werte mit 20, 30, 40.000 über Liste kantelt, wenn du in den USA einen findest. Wahnsinn. Unfassbar. Aber ich muss sagen, das ist ein Mustang, der richtig cool ist. War schon auf der Rennstrecke damit. Ach, geil. Keine Probleme, keine Hitzeprobleme. Es hat 38 Grad gehabt und das Ding hat richtig Leistung. Da geht es richtig ab. Geil. Und dann noch rot. Also welche Farbe würdest du jetzt kaufen, wenn du es jetzt aussuchen würdest? Ich meine, das sind ja deine Autos, aber welche würdest du jetzt sagen, so, den melde ich jetzt an und damit fahre ich mal einmal nach Bielefeld? Also das ist cool. Schwarz würde ich jetzt selber nicht kaufen, weil da muss jetzt viel polieren. Ja. Aber welche Farbe würdest du jetzt kaufen? Blau oder weiß oder rot? Ich glaube, weiß. Weiß, okay, alles klar. Pass mal auf, nächste Woche ist der Weiße verkauft. Okay. Ist immer so, das, was du machst. Ja, dann, und ne? Da kennst du dich ja nicht aus. Nein, in unserer Motorradabteilung. Aber das ist ja auch kein Hemi, ne? Für das Geld, ja. Das ist Shakerhut. Wahnsinn. Luftansaugung vorne raus, das war halt früher so. Ja, dass sie das überhaupt hier zulassen noch, ne? Ja, geht und schau mal den Preis an. Ja, 59,9. 60.000 Euro, da kriegst du nicht mal einen Satz Felgen, Carbonfelgen für den Pister. Siehst du? Wahnsinn, ne? Die kosten 50. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Da kriegst du ein ganzes Auto mit einem Hemi-Motor vorne drin. Ja, so ist's. Ja, und so ist's, ja. Ja, ja, das ja. ist dann die Abteilung. Ich glaube, da hast du, weiß nicht, bist du Motorradfahrer? Also ich erwähne ja nie meine Privatsachen, aber mein lieber Vater hat mir nur eine Sache in meinem Leben verboten. Nur eine Sache. Und das war Motorradführerschein. Wahnsinn, gell? Und daran halte ich mich auch. Du fährst mit 350 auf der Autobahn rum wie ein Geisteskranke genau. und dann traust dich nicht mit dem Motorrad. Ja, ich trau mich schon, aber ich halte mein Wort, ich habe ihm da die Hand gegeben, dass ich kein Motorradführerschein habe. Müssen wir vielleicht mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Genau, der ist nächste Woche in München. Nee, dann schicken wir vorbei, dann setzen wir mal auf dem Motorrad. Das müssen wir echt. Ja, das cool. ist halt eine Abteilung, die macht bei uns der Basti und da kann der Basti auch viel drüber erzählen. Aber die Preise gehen jetzt, ne? 16, wenn ich sehe, dass ein Fahrrad da 4 Mille kostet und so ein Motorrad 16, unverhandelt vielleicht 15,9. Ja, hast voll getroffen. Ne? Dann geht's halt, ne? Aber es ist echt die Relation, wenn du das so zusammensetzt, das ist schon krass, oder? Ja, das ist definitiv so. Aber gut, du weißt ja, Elektrosachen sind alle teuer. Ja, stimmt. Wenn du Verbrenner nimmst, kostet der immer eigentlich die Hälfte oder ein Drittel, was ein E-Bike oder irgendwas kostet. Oh, ich finde den da geil. Ja. Ja, die sind cool. Das sind Indien, das ist mein Leben lang schon die Traummarke. Guck mal hier, der hier. Der ist geil. Ja. Die Farbe ist cool, alles. Aber so, jetzt steigst du mal auf. So, dann schauen wir mal, wenn dein Vater kommt, dass ich ihn mal überzeuge. Ist doch cool, oder? Aber schau, du schaust doch super aus auf dem Motorrad. Und jetzt noch eine schöne blonde Hase hinter drauf, dann passt doch das, oder? Der weiß genau, wie er mich kriegt, ne? Ja, genau. Das ist unglaublich, ey, das ist unglaublich. Das ist geil. Ja, das ist geil.
Ja, und das hört sich gut an, das fühlt sich gut an. Ich muss sagen, ich fahre mehr Motorrad wie Auto. Echt? Ja. Aber das ist das jetzt eine Automatik oder? Nee, Schalter, immer Schalter. Und wo schaltet man? Unter, auf der Seite, das ist hier? Unter erste. Wenn nach unten drückst, der erste Gang und alle Gänge nach oben. Ach so, sind dann die Gänge. So dann, oder ja. Was? So und so. Einmal runter fahren. Und dann hochziehen mit dem Fuß, dann boah. Schalten wir zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Da muss ich richtig konzentrieren. Ja. Gibt es die auch als Automatik, oder? Das hat man im Gefühl. Ach so, okay. Wenn du mal fährst. Wie viele Gänge hat dann so ein Auto? Sechs. Sechs Gänge? Krass. Die gehen auch richtig gut, also das funktioniert alles. Und das jetzt, wie lange hat man Garantie und so weiter auf so einem Teil? 2 Jahre und auf die große war es 5 Jahre. Okay. Das ist geil, das ist echt geil. Ja, das macht bei uns der Basti, der hat das mit aufgebaut. Wir haben einfach, ich war früher so ein Indien-Fan. Ne? Ja, Basti ist gerade am Filmen. Ich war schon immer ein Indien-Fanatiker und irgendwann war dann der Basti da und hat es schön aufgezogen. Wir haben richtig viele Motorräder verkauft, der bietet Service an. Schau mal, was er selber gebaut hat, das muss ich dir unbedingt zeigen. Da bin ich mal gespannt. Das war so ein ganz normales da steht keine, die, wo drauf gesessen bist. Und sowas hat er draus gebaut. Boah. Alles selber gemacht, mit eigenem Tank gebaut, Schutzbleche, Felgen, lackiert. Schöne, ja. Was, Alter? Ja, schöne Jekyll & Hyde Auspuff drauf. Und ja, mit der fahren wir jetzt dann an die Kastenshows überall, also in Bad Weiß und Neukirchen sind wir jetzt überall unterwegs. Was ist das jetzt für eine Investition, wenn du das so machst? Gut, es dauert natürlich lang, weil der selber die Teile baut. Aber selber die Teile baut? Ja, die Schutzbleche und der Tank. Ach, das hier, das baut er der selber? Der Tank wird dann zusammengeschweißt. Ach, so krass. Und die Schutzbleche hinter, die Halterungen. Man muss halt alles selbst anfertigen. Muss das nicht abgenommen werden vom TÜV? Ja, das wird schon abgenommen. Das wird abgenommen. Da sind die TÜV-Prüfer schon mit dabei und so. Okay. Ein Motorrad, was investiert man da? 15.000 Euro. Wie viel? Oder? 20. Okay, also man muss ungefähr das Basismodell nehmen plus 20 Umbau. Okay, das dann heißt, bist du halt irgendwo 35. bei 38.000. 38, ja gut. Das sind die Blinker? Ja. Krass, das ist ja Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Das sind die Blinker, was mit LED möglich ist. Ne? Guckt euch das mal an. Bei Auto machen sie so einen riesen Aufriss. Ja. Das nicht. Und das ist das. Alter, das ist ja ein Ding. Krass. Ach, kannst du gar. Achso, war Nebelschlussleuchte oder was? Bremslich, achso. Genial. Ja, ne? Und so Sachen bauen wir halt um. Das ist der Basti, richtige Spezialist. Mega. Ach, und dein Tacho ist dann hier? Ja, der ist von oben nach unten gesetzt. Ist halt alles eine komplette Eigenanfertigung. Wie lange hast du dafür gebraucht, Basti? Gutes Jahr. Ja, okay. Weil auch immer mit Teileverfügbarkeit und allem. Und die müssen ja immer aus Amerika kommen, auch die Teile, oder? Größtenteils. Ja, krass. Ja, sowas machen wir natürlich auch. Wahnsinn. Es gibt nichts, was der Karl nicht macht. Wohnwagen machst du ja auch. Ich mache Wohnkabine. Alles. Demnächst könnt ihr auch einfach bei Edeka vorbeifahren und könnt auch euer Milch hier kaufen. Das ist kein Problem. Karl macht alles. Ja, aber es ist ja immer so eine Kombination. Die Kunden, wo amerikanische Autos fahren, meistens Pickups, die fahren auch Motorrad. Ja, klar. Das heißt, wenn sie bei uns im Service zufrieden sind, kaufen sie halt auch ihr Indien und können dann hier auch in Service mit dem Auto. Mhm. Und Indien ist ja schon immer so eine ganz besondere Marke gewesen. Die haben ja auch eine gigantische Geschichte hinter sich, wo sie auch mal insolvent waren und wieder auf die Füße gefallen sind. Und die Konstruktion und das ganze Setup wird tatsächlich in der Schweiz gebaut. Ah, okay. Swiss Auto, der Ingenieur oder der Inhaber ist der Urs Wenger. Mhm. Und der hat bei Egli gelernt. Und Egli war ja damals das schnellste Motorrad, was ich überhaupt gegeben hat. Das war das erste Motorrad, wo mich mit meinem De Tomaso Pantera bei 300 überholt hat auf der Salzburger Autobahn. Krass. Und genau in der Zeit hat der Urs da gelernt und hat sich selbstständig gemacht und ist der Konstrukteur von Indien. Und das sieht man auch an der Qualität und wie das alles überlegt ist. Sind zum Beispiel auch Chevrolet-Stößel drin, weil ein Chevrolet-Fan ist. Und die ganze Konstruktion ist einfach cool. Ja, mega. Ja, Schweizer Uhrwerk, sage ich immer. Ja, das ist geil. Das ist eine coole Geschichte. Darum stehe ich auch so dazu, weil wir haben keine Garantiefälle. Die Kunden sind glücklich, zufrieden. Ist anders, tatsächlich anders wie ein Autokunde. Okay.
Sehr geil. Da will man auch keinen Rabatt, da will man eine Lederjacke dazu. Ja. Und da wird nicht falsch. Man ist einfach froh, wenn man ein Motorrad kriegt und hat auch das Umfeld dazu. Aber jetzt ist ja die Saison genau dafür da, ne? Ja, das ist jetzt Hochsaison. Man sieht ja, was am Lager steht. Mhm. Die Lieferungen kommen immer sehr spät. Mhm. Und wenn jetzt in einem, zwei Monaten kommt, ist es wieder leer. Verstehe. Also so viel können wir eigentlich gar nicht nachkaufen, was wir verkaufen. Ja gut, okay. Für jetzt ohne Scherz für 15 Spaß haben, das ist ja, das, ne? Man muss immer sagen, wenn man einmal Motorrad gefahren ist, da geht es ja nicht um Geschwindigkeit fahren, sondern man sieht die Landschaft, man hat die Gerüche in der Nase, so ein Freiheitsgefühl. Also ich fahre zum Entspannen tatsächlich Motorrad. Ich muss nicht telefonieren, ich kann nicht aufs Handy schauen und ich bin einfach bei mir und fahre. Ja, krass. Das ist cool. Krass. Sehr geil. So, und jetzt? Ich düse weiter. Hat Spaß gemacht. Viel Spaß nächste Woche auf dein Event. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, Karl. Jetzt gehen wir erstmal einen Espresso trinken. Genau. Auf dich aber, komm. Ich gebe den aus. Ja, komm.